Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier im Eurodruck Simulator 2 mit mir, dem Werner. Guten Tag am Montag. Wir sind wieder da. Motor an. Es geht weiter. Wohin fahren wir dann? Wir fahren nach Odense, Dänemark. Glaube ich, Dänemark ist es. Mit unserem Schüttguttransport. Ich glaube, wir haben Düngemittel geladen. Und ja, ne? Wir haben ja schon ein bisschen drüber gesprochen, was der Plan ist. Auf alle Fälle hoch in den Norden. Gucken, dass wir einen Double-Trailer bekommen. Das wurde auch von euch so in den Kommentaren gewünscht. Ich habe auch nochmal meine Frage von gestern aktualisiert. Schauen wir nochmal ganz kurz rein, ob die da was geändert hat. Und zwar habe ich ja gefragt, wie es aussieht und wir machen weiter. Und da hat eben mir einen Selfie geschrieben. Minus 7000 Kreditrate ist abgezogen worden. Da haben wir eben viele geschrieben, Double Trailer. Kannst du bitte, da genau, wegen den Getriebeeinstellungen. Das gucken wir jetzt mal nach, ob wir das finden. Das kann man wohl einstellen. Und hier hat sich jemand gewünscht, dass wir die Getriebeeinteilung oder das Getriebe hochdrehen. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, was ich da gesagt habe. Gameplay. So, jetzt warte mal. Müssen wir mal gucken. Boah, wo kann man denn das einstellen? Getriebe, Art, einfach Automatik. Stark, okay. Aufsatteln für Erfahrene. Machen wir das mal an, ne? Nein. Wo kann man das hochstellen? Das ist die Frage, ne? Hier, oder? Nee. Nein, auch nicht. Kameraeinstellungen. Also man kann das wohl irgendwo einstellen mit den Touren, aber wo? Ich bin wieder vorbeigeskippt, wie so ein Wahnsinniger, ne? Das war's nicht. Toleranz 5, das war's auch nicht. Darstellung auf Liga-Leitungen. Weiß ich nicht, was das heißt. Okay, da kann ich jetzt nicht einstellen. Gut. Schauen wir nochmal die anderen Optionen ganz fix. Wir fahren sofort weiter, versprochen. Ne, bei Grafik kann ich mir das nicht vorstellen. Bei Controller. Lenkrad, das passt. Force Feedback brauche ich jetzt nicht unbedingt. Also ist ja aktiviert, aber ne? Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, er hat gesagt, bei Gameplay kann man es einstellen, aber ich finde es bei Gameplay einfach nicht, ne? Mitteilung parken? Nö. Das war es auch nicht. Kartenausrichtung. Schwierigkeitsgrad parken, okay. Regenwahrscheinlichkeit, Zeitzone, Filmszene, nein. Hier, das haben wir doch. Ne, das haben wir doch gemacht. Lenkrad automatisch zentrieren, ja. Stärke der Bremsen, ja. Auflösung, ja. Aufsatteln, ja. Geschwindigkeitsbegrenzung aktivieren, nein. Automatisch resetten, nein. Motorbremsen, nein. Nein. Liftachse automatisch senken, ja, okay, kann man machen, nicht so tragisch. Treibstoffverbrauch, realistischer Treibstoffverbrauch, machen wir an. Ich finde das nicht. Schreibt mir das gerne nochmal in die Kommentare, dann schauen wir mir das gerne an. Aber momentan, keine Ahnung. Keine Ahnung. So, wir fahren aber mal weiter. Mit ein bisschen Sound im Hintergrund, ne? Wurde sich auch gewünscht. Vielleicht kann ich das aber auch erst im Shop kaufen, weißt du? Das kann natürlich auch sein, dass ich ein anderes Getriebe brauche. So, dann haben wir auch wieder geschrieben, Sondertransporte. Ja, das wird natürlich auch wieder kommen. Eigene Anhänger haben auch wieder geschrieben. Also ich glaube, die Mischung macht. Wir machen mal so, mal so, mal so. Glaube, das sind wir am besten aufgehoben, ne? Wie gesagt, den Auftrag habe ich jetzt nur genommen, weil ich in den Norden hoch wollte. War nicht der beste Auftrag, ist mir vollkommen klar. Aber ich wollte auch mit einer gelenkten Achse hinten mal fahren, im Schüttguttransport. Weil, warum nicht, ne? Schön mit der BG. Oh, langsam. Weiß gar nicht, wie lange wir den Auftrag jetzt noch, wie lange wir dann noch fahren, aber bisschen schon. Ich hoffe ja, dass wir heute noch einen Double-Trailer ranbekommen, ne? Das hoffe ich wirklich. 235 Kilometer. Da müssen wir jetzt mal richtig drauf drücken, ne? Da müssen wir jetzt mal richtig drauf drücken. Okay, wir fahren von einer Autobahn auf die nächste Autobahn. Wir müssen tanken. Verdammte Achse, wir müssen tanken. Ja, auf der Autobahn sollte aber hoffentlich bald eine Tankstelle kommen, ne? Na gut, wir haben 20 Tonnen geladen, ne? Ja. Da schluckt er halt auch ein bisschen was. Das muss man einfach mal so sagen. Also die nächste Tankstelle gehört auf alle Fälle mir. Weil da muss ich unbedingt hin.
Ist das vielleicht schon wegen dem realistischen Spritverbrauch? Weil ich glaube, dann brauchst du einfach ein bisschen mehr, ne? Weiß gar nicht, wie lange ich im Minus sein kann ohne Probleme. Da vorne ist ein Schildchen. Eine Tanke an 2 Kilometer. Sehr gut. 2 Kilometer, die nehmen wir auf alle Fälle. Erstmal über die Brücke drüber rauschen, ne? Das ist eine gute Idee. Sieht sicher geil von außen aus, ne? Wie war das mit diesen Cinematic? Da ist es, ne? Richtig geil. Kann man machen, oder? Ich glaube schon. Kann man machen. So, wahrscheinlich haben wir jetzt noch 1 Kilometer bis zur Tanke. Jetzt sind wir ein bisschen hochgefahren, jetzt fahren wir da runter. 400 Meter, okay. Schade, dann müsste ich eigentlich durchfahren, ne? Einen Schwung mitnehmen, aber egal. Fahren hier mal schön tanken. Oh, wir haben kein Geld zum Tanken, ne? Oder haben wir ein Dispo? Alter, bremst doch noch doller. Bin ja gespannt, was wir jetzt machen. Ohne Geld. Oder wird es einfach weiter vom Minus abgezogen? Ich hoffe es. Okay, es wird weiter abgezogen. Wohl, okay. Ja, ohne Sprit kann ich nicht fahren, ne? Das ist klar. Guck dir mal das Weizenfeld hier vorne rechts an. Wer hat denn das angesehen, Alter? Wird das drauf gebucht auf meine Schulden? Ich glaube ja, ne? Jo, wird drauf gebucht. Sehr gut. Danke dafür, liebe Leute. Danke dafür. So, dann fahren wir mal weiter. Wollen ja heute noch vorankommen, ne? So, wir fahren. Wir fahren hier rum, komm. Schon ein bisschen auf Spur kommen hier. Ein bisschen Schwung mitnehmen. Bundesgrenze? Jo, da sind wir richtig. Wir wollen ins Ausland, wir wollen nicht mehr hier bleiben. Tschüss. Lass mich halt nicht rein, weißt du? Ich verstehe die Leute nicht teilweise. Immer alle Stress und immer alle, ne? Vorbeifahren, schnell, schnell, schnell. Weißt du, meistens kommt dann weiter vorne eine Ampel, stehen sie dann wieder und denkst dir, jo, hat sich voll gelohnt, Kollege. Hat sich richtig ausgezahlt bei dir. Ich bin immer gespannt, wie weit wir jetzt mit dem Tank kommen, ne? Aber wir fahren ja noch ein bisschen. Wir fahren ja wirklich noch ein bisschen. Was ich aber schon machen werde, wenn wir das Level dafür haben und die Kohle vor allem auch, es geht ja auch um das Geld, dass wir noch den Vierachser auf alle Fälle machen. Den Vierachser, den möchte ich nochmal haben. Vielleicht bauen wir den auch immer wieder um. Weißt du, dann machen wir eine Woche Sondertransport, eine Woche Schwertransport, eine Woche Double Trailer, eine Woche eigenen Anhänger. So hätte ich mir das vorgestellt. Weil jedes Mal umbauen ist halt auch schweineteuer, ne? Ah, dann habe ich noch eine Information für die PS4-Liebhaber. Das PS4-Projekt wird heute ausfallen. Das schaffe ich heute nicht mehr aufzunehmen. Ich habe wirklich sehr viel aufgenommen heute am Sonntag. Aber das PS4-Projekt schaffe ich nicht mehr und somit wird das heute Nachmittag ausfallen. Schade, ey. Aber morgen bin ich zuversichtlich, dass es wieder klappt. So, wir ändern das Land. Jetzt sind wir in... Wo sind wir jetzt? Norwegen? Ich glaube, Norwegen ist das. Oh, kommt da eine Mautstation? Eine Mautstation, ja genau. Eine Mautstation, würde ich sagen. Gib mal Stoff, Kollege. Sicherheitsabstand ist da. Von der Perspektive siehst du den Blauen gar nicht, ne? Krass. So, da vorne kommt ein Kollege, der 2 LKWs drauf hat, wie ich das sehe. Den können wir auf alle Fälle mal ganz gechillt überholen. Oder müssen wir da vorne runter? Das müssen wir mal schauen jetzt hier. Ich glaube, wir müssen gerade durchfahren. Yo. Alles klar bei dir, ne? Meine Güte. Oh, wir haben Einkommen bekommen. Einkommen bekommen? Ja.
800 von Rosarka. Ich lass mal den zweiten Spiegel eingeblendet, ne? Weil beschwert sich immer jeder. Oh, Werner, du fährst immer so auf Verdacht nach rechts rüber. Aber tatsächlich habe ich das ein bisschen im Gefühl, was geht und was nicht geht, ne? Ich glaube, wir müssen jetzt geradeaus fahren, ne? Fahrt ihr alle nach rechts? Das ist ja richtig gut. Fahr schneller. Ja, wir können geradeaus weiter pfeifen. Super. Das heißt, diese Folge haben wir den Auftrag abgeschlossen. Vielleicht kommen wir ins Plus, das wäre optimal. Der hat auch einen gleichen Anleger, ne? Glaube ich schon. Sehr gut. Ich freue mich auf den Double Trader. Ich bin sehr gespannt, wie das funktioniert. Ich weiß auch nicht, vielleicht... also heißt Double Trader automatisch, dass die Fracht schwerer ist oder dass einfach nur mehr transportiert wird? Weil mehr heißt ja nicht immer automatisch schwerer, ne? Ist ja falsch. Weil zum Beispiel kann ich auch Double Trailer voll mit Klopapier transportieren, sind da vielleicht 5 Tonnen und fertig. Also mehr heißt nicht immer schwerer. In Norwegen darf man schneller fahren, oder? Ich glaube, da ist 130. Drück mal drauf. Spiegel rechts oben, ne? Nicht vergessen. Glaubt ihr, werden meine Reifen schneller abgenutzt, wenn ich so schnell fahre? Ich weiß es gar nicht. Egal wie es kommt, es kommt. Ich rase ja wie so ein Wahnsinniger, ne? Bisschen bremsen muss ich schon, weil sonst lande ich auf der Leitplanke. Ich weiß es ganz genau. Die 260 Kilometer haben sich aber auch ganz schön gezogen hier, ne? Muss man ja sagen. Odense. Oh, da müssen wir hin, ne? Odense müssen wir hin. Da war, glaube ich, irgendwas. Ich glaube, wir müssen nach Odense. Stimmt. Oh, da vorne sieht es nach einer City aus. Da vorne blinkt irgendwas. Das ist ein gutes Zeichen für uns. Gutes Zeichen. Sehr gut. Fangen wir schon mal an zu bremsen, ne? Weil 20 Tonnen müssen auch mal gebremst werden. Oh, jetzt nicht verrecken hier. Mercedes, komm. Stoff, Alter. Mit der gelenkten Achse ist es schon eine feine Sache, muss ich sagen. So, ich bin ja wirklich gespannt, ob wir jetzt auf Anhieb so einen Double-Trailer-Auftrag bekommen, ne? Sehen wir da vorne, es steht schon einiges da. Vielleicht können wir auch sowas nehmen. So, dann gucken wir uns mal ein bisschen um hier. Da ist ein normaler Trailer. Wir müssen hier rein, ne? Ja. So, steht man noch kein Double-Trailer, aber vielleicht kommt da noch was. Auch geile Anhänger, die wir haben, ey. Ja, natürlich parken wir so ein, ist doch klar. So, die haben hinten wohl auch noch, okay, das ist gut. Das ist sogar sehr, sehr gut. Auch keine Double Trailer, okay. Da müssen wir mal gucken, dass wir einen bekommen, ne? So, wie viel macht jetzt die Lenkachse da hinten aus? Das ist die gute Frage, ne? Oh ja, die macht sehr viel aus. Da muss ich gleich nochmal vorfahren, weil das geht so nicht.
So, jetzt machen wir nochmal ganz fix ein Foto. Muss ja auch sein, ne? So, ungefähr so. Nee, das sieht nicht aus wie eine große Spedition. Es muss wirklich aussehen wie so eine riesige, riesengroße Spedition. So, das ist okay. So, dann gehen wir das Ding mal ab hier. Haben wir gut gemacht, oder? Ja, wird nicht ganz reichen vielleicht für die Schulden, aber ist nicht so tragisch. 19 Euro plus. Läuft. Kein Problem, Jungs. So, mal gucken, ob wir hier was haben. Ja, da haben wir schon einen. Nach Trelleburg. Da haben wir sogar noch einen. 33 Tonnen. Alter Falter. Okay. Ich glaube, da haben wir auf alle Fälle Spaß morgen. Ich freue mich sehr drauf. Wir werden auf alle Fälle morgen Double Trailer fahren. Ich danke fürs Zuschauen. Lasst gerne einen Daumen noch nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns morgen bereits schon wieder. Macht es gut. Ciao, ciao.